Gibt's Feuer. War das, wenn wir das nicht mitgenommen hätten? Ich muss einen Weg hier rausfinden. Kaputte Leiter. Alter. Keine Leiter mehr. Gut, dass ich so super klettern kann. Weißt du, am Anfang dachte ich noch so, als Steph so meinte, ey, lass uns nach Salem oder sonst irgendwo hinreisen. Ich dachte mir so, ach, Haven Springs ist doch eigentlich ganz schön. Jetzt denke ich mir so, bin mir unsicher. Weiß nicht mehr, ob ich überhaupt noch hier sein möchte. Alter. What the fuck, ey? Tunnel. Minen wachsen in andere hinein. Genau wie Jet gesagt hat. Eine tote Ratte. Ich entscheide mich bewusst, nichts reinzulesen. Wir leben immerhin noch. Ah. Holzschild. Ich könnte gerade echt lachen, wenn es nicht so wehtun würde. Na. Ja. Ja, wollen wir noch eine Spitzhacke mitnehmen und Jet in den Kopf rammen? Wie lange ist dieses Zeug schon hier unten? Wahrscheinlich lange. Sehr lange. Irgendwas machen. Ich sehe halt auch nichts. Kann ich irgendwie. Ich drücke nach vorne. Ich weiß nicht, ob sie geht. Oh ja. Wir kommen. Irgendwas. Nee. Okay. Okay. Das hilft. Oh. Diese Aura ist meine einzige Spur. Oh Gott, ey. Immerhin hat sie eine Aura für die Umgebung, ey. Alter. Jet wird Augenmachen, wenn wir hier irgendwann mal wieder rauskommen. Warum artet es denn jetzt ein Horrorfilm hier aus, ey? Oder Horrorspiel? Oh Gott. Okay, Jungs, wir sind nah dran. Höllentaucher auf ewig, was, Jet? Wir graben so tief, bis wir am Bett des Teufels stehen. Verdammt richtig. Das ist es. Das ist, was Typhon begraben wollte. Der Boden hier ist ganz schön feucht. Jet, das müssen wir melden. Die Grabung ist im Arsch. Nichts ist im Arsch. Aber wir haben keine Pumpen, keine... Meine Teams haben noch nie eine Grabung abgebrochen. Wir beenden den Job. Aber ganz schön hartnäckig, wa?
Sachte weiter, sachte. Und dann sind sie gestorben, oder wie? Was, verdammt? Los, Beeilung! Räumt den Tunnel! Der Funk da! Fuck! Jetzt! Oh mein Gott! Wir müssen weiter! Los! Da hinten sind noch ein paar Männer. Sie werden ertrinken. Ja, und das werden wir auch, wenn wir uns nicht verpissen. Trifft die Entscheidung, Jet! Gott verdammt! Gott verdammt! Alle! Raus! Sofort! Also hat Jetty gar nicht unbedingt gerettet damals, wie wir es überall gehört haben, sondern er war eigentlich fast schon schuld, dass der Rest umgekommen ist. Wow. Glückwunsch. Riecht wie Feuerwerk. Dort muss Typhon gesprengt haben. Das ist ja jetzt unpraktisch. Na, vielleicht oben drüber klettern? Das ist doch vielleicht zu eng. Wenn da jetzt Gabe drunter ist, ne? Die Kette, der Anhänger. Ja. Ihr Vater war auch hier. Papa? Oh, wow. Jack! Komm zurück! Jen, du Mistkerl! Jen, du musst aufhören, Mann. Jen! Fick dich, Jen! Komm zurück! Es ist vorbei, Jen. Er kommt nicht zurück. Es tut mir leid. Es tut mir ja so leid. Ja, fast die ganze Familie draufgegangen an der Typhon-Mine. Bis auf die Mutter, wenn wir es jetzt nicht überlebt hätten. Wow. Und Jet macht das auch noch mit Absicht. Wo hätte es mit Absicht gemacht, wenn es funktioniert hätte? Junge, Alter. Mhm. Genau das meinte ich gerade. Fick dich, Jet, ey. Hat wahrscheinlich gelogen, damit er seinen Job überhaupt noch behalten kann und nicht auch noch erhängt wird. Der Bastard. Während meiner Zeit hier habe ich erfahren dürfen, was Haven zu diesem besonderen Ort macht. Es ist ein Blumenladen, der von mehreren Generationen geführt wird. Ein Barbesitzer, der wirklich jeden seiner Gäste mit Namen begrüßt. Mhm. Es ist eine Frühlingsfesttradition, die seit 100 Jahren besteht. Halt einfach die Schnauze, Diane. Geschichte, Loyalität, Stolz. Und Sprengungen. Dies sind die Werte, die Haven definiert. Und Tod. Und es sind dieselben Werte, auf denen Typhon aufgebaut wurde. Mhm. Und genau deshalb. Ja, vielleicht mal aufgebaut, aber. Mittlerweile nicht mehr. Es ist mein Privileg, Typhons Engagement für Haven zu erneuern. Wir glauben fest an diese Gemeinschaft und freuen uns ungemein auf ihre Zukunft. Ich will kotzen. Danke, Diane. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, gleich dass kommt wir Alex es rein, endlich offiziell machen wollen. Also Zeit für die Abstimmung. Und dann Mittagessen. Wahrscheinlich wurde er auch bezahlt, ne?
Fette und hat Brot drauf, damit das nicht rauskommt. Da guckst du, alter Mann. Alex, oh mein Gott, mir geht's gut. Was redest du da? Du musst sofort zum Arzt. Was ist mit dir passiert? Mir wird's gut gehen. Es wird schwer, sich das anzuhören. Boah. Ich habe etwas rausgefunden, das du hören musst. Tut mir leid. Was? Alex, du bist verletzt. Brauchst du Hilfe? Wir können dir einen Krankenwagen... Tyson hat euch alle angelogen. Genau wie Jet Lucan. Alex, was ist los? Alter, hör auf, so scheinheilig zu sein. Ja! Fick dich. Eleanor so, oh mein Gott. Was ist passiert? Hat sie nicht gesagt. Ich war gestern Nacht unten in der Mine. Ich habe gesehen, was Typhon seit 11 Jahren versteckt. Jet Lucan ist kein Held. Die ganze Geschichte ist eine Lüge. Jet hat den Unfall verursacht. Und dann ließ er 7 seiner Männer im Stich. Er ließ sie ertrinken, um sich selbst zu retten. Da unten waren Fotos von meinem Bruder und mir im Dreck. Denn einer der Minenarbeiter war mein Vater. Typhon wollte es geheim halten, um diese Abstimmung nicht zu gefährden. Sie haben Angst, sie sind skrupellos. Alles, was sie interessiert, ist, mehr Geld zu machen. Sie tun, was immer nötig ist, um diese Erweiterung durchzuboxen. Also wollten sie die Beweise begraben. Um keinen Preis sollte die Sprengung verhindert werden. Nicht einmal, wenn 4 Menschenleben auf dem Spiel standen. Darum musste Gabe sterben. Jet wusste es die ganze Zeit. Er vertuschte die Wahrheit über die Vergangenheit, über Gabe. Und als ich es herausfand... Naja, seht mich an. Er wollte mich auch töten. Warum sagt niemand von euch etwas? Wir wollen dir die Peinlichkeit ersparen, Alex. Keine Peinlichkeit, die habe ich nicht gefragt. Dich habe ich nicht gefragt. Was du gesagt hast, verpflichtet mich, es anzusprechen. Diese Anschuldigungen sind... Sie sind irrsinnig. Sicher. Und der Versuch, in die Mine zu gelangen, war, naja, offensichtlich sehr gefährlich und außerdem absolut illegal. War jetzt nicht meine Idee. Aber wir alle haben Verständnis für deine Situation. Gott, er hat einfach die Fresse, Diane. Dein Bruder war der Einzige, den du noch hattest. Möchte ihr ins Gesicht schlagen. Ich kann mir vorstellen, wie sehr du dir eine Erklärung für seinen Verlust wünschst. Etwas, das dir Trost spendet und, naja, dein Leben weniger unfair wirken lässt. Alter, einfach die Fresse, Diane. Ich weiß, du hast ein Gewissen, das Beweise unterdrückt. Du weißt genau, dass es für die Vertuschung Beweise gibt. Dann hast du mich von Pike verhaften lassen, damit es nicht rauskommt. Officer Pike hat dich für den Diebstahl von Gegenständen aus meiner Tasche verhaftet. Vielleicht hast du ja nach Beweisen gesucht. Und sie gefunden. Deshalb haben du und Jet versucht, mein Schweigen zu erzwingen. Dad, hast du irgendeine Ahnung, wovon Alex redet? Nein, habe ich nicht. Nein. Ich habe versucht, für Alex da zu sein, seit Gabe gestorben ist. Ich dachte, dass ich eine Vaterfigur für sie sein könnte. Schlechter Vater. Ich kann nur annehmen, dass Menschen, die leiden, es manchmal
Ja, sicher. An denen auslassen, die helfen wollen. Du lügst. Bist ein Monster. Beides. Du spielst allen was vor. Du lügst. Bitte. Ich weiß, es ist schwer, das zu akzeptieren. Ihr alle vertraut ihm. Das habe ich auch. Aber ich sage die Wahrheit. Ich glaube dir. Selbstverständlich. Immerhin eine. Gott, wir verpissen uns später so was von. Ich glaube dir auch. Ach, Gott sei Dank, Charlotte. Ich bin entsetzt und schockiert und... Egal. Muss noch alles verarbeiten, aber ich glaube dir. Quitte Eleanor nicht, oder? Irgendwie habe ich so das Gefühl. Ducky. Ich möchte gerne etwas sagen. Mach das. Diese junge Dame kam als Fremde nach Haven. Aber über die letzten Wochen wurde sie zu einer von uns. Nun, ihre Geschichte klingt vielleicht unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich. Aber sie verdient es, dass ihre Behauptungen zumindest untersucht werden. Okay, ist so der Neutrale. Wir sollten sie ernst nehmen. Aber das ist schon mal schön zu hören. Ducky, das ist nicht hilfreich. Alex, Liebes. Manchmal spielt uns unser Verstand einen Streich. Dich trifft überhaupt keine Schuld. Ich habe ja auch keine Schuld. Die stehen neben mir. Jemanden um Hilfe zu bitten. Ach. Alles allein schaffen zu wollen. Ach. Nein. Das solltest du dir nicht aufbürden. Wir alle sorgen uns um dich. Lass uns dir helfen. Ist gut, Alex. Ich mach das. Oh, verdammte Scheiße. Ich habe einen USB-Stick voller Aufnahmen. Oh, Gott sei Dank. Ja, darüber haben wir gestern gesprochen. Ihre Vorgesetzten haben den Fall abgeschlossen. Niemand hat hier Zeit für Verschwörungen. Ja. Du versuchst, dich wieder rauszufinden, ne? Ich kenne deine Spielchen. Ich Fordere weiß, mich was... nicht heraus, Jason. Weißt du was? Ich habe keine Angst mehr vor dir. Nicht vor dir, nicht vor Typhon. Okay, das reicht. Deputy Pike, haben Sie ein persönliches Problem mit mir? Darauf kannst du einen lassen. Jason. Nun, angesichts dessen, dass Ihr Urteilsvermögen in dieser Angelegenheit emotional beeinträchtigt ist, sollten Sie sich vielleicht... Oh, lass den Scheiß. Wenn du glaubst, dass du mir den Mund verbieten Jason, kannst... Jason, ich denke, du beruhigst dich besser. Glaubst du mir? Es beruhigt mich, dass ein abstimmendes Mitglied dieses Rats eine persönliche Voreingenommenheit zugegeben hat, welche... Das ist absolut... Es tut mir wirklich leid. Das glaube ich nicht. Das ist lächerlich. Wir alle handeln vorschnell. Worum geht es hier wirklich? Ich bin nicht mehr dein Scheißschoß. Was hat es mir tut es leid, Alex. Gleich morgen werde ich... Dad... Bitte. Pack aus. Wir stehen das zusammen durch. Ich fasse es nicht, wie sehr sie dich manipuliert hat. Komm schon, Dad. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Komm schon. Ich hasse es, dich so zu sehen. Mein eigener Sohn. Dad. Mein eigener verdammter Sohn! Hör auf.
Ich weiß, warum du mich umbringen wolltest. Es ist nicht, was du versuchst, dir einzureden. Dass es für Haven das Beste sei. Es ging dir nie um Haven, nicht wahr? Es ging nur um dich. Ich weiß, es ist leichter, nicht über die Männer nachzudenken, die du begraben hast. Du willst wegsehen und so tun, als wären die Menschen, denen du wehgetan hast, nicht real. Aber das ist vorbei. Mein Vater hat für dich gearbeitet. Sein Name war John. Er war verkorkst. Er war ein Opfer. Er war ein Kämpfer. Die Welt hat sich einen Scheiß für ihn interessiert. Er hatte immer Probleme, über die Runden zu kommen. Er hoffte trotzdem, es würde eines Tages leichter werden. Aber du hast ihn getötet. Und dann Gabe. Meinen großen Bruder. Er baute sich eine Familie auf. Er fing von vorn an, er war glücklich. Als wir noch Kinder waren, spielten wir, um allem zu entkommen. Um für eine Weile so zu tun, als sei alles besser. Als ich nach Haven kam, war das Erste, das wir taten, wie Idioten rumzutanzen. Und endlich nicht, um vor etwas zu fliehen. Er war zum ersten Mal in seinem Leben glücklich. Aber er ist tot. Wegen dir. Und hier bin ich. So viele Jahre lang wollte ich nur überleben. Und es einfach durchstehen. Haven hat mich verändert. Ich begann, über die Zukunft nachzudenken. Ich will wohin gehören. Ich will Musik spielen. Ich will Menschen helfen. Entscheide ich mich dann direkt schon dafür, mit Steph Musik zu spielen? Ich will Menschen helfen. Ich will Menschen helfen, weil es etwas ist, in dem ich gut bin. Zu wissen, dass man etwas kann, fühlt sich verdammt gut an. Und du wolltest mich umbringen. Du hättest mein Leben beendet, nur um der Wahrheit zu entkommen. Du hast es verdrängt. Nicht wahr? Du hast es mit einer anderen Geschichte überschrieben. Dass du ein guter Mann bist, dass du ein Held bist. Du sagst dir selbst, du bist ein Held. Ein starker Anführer. Manchmal bedeutet das, schwierige Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die dazu führen, dass Menschen sterben. Nicht viele können das. Haven hat Glück, dich zu haben. Aber das ist eine Lüge. Wenn wir tiefer blicken, was sehen wir dann? Du bist eine Schachfigur, du bist ein Feigling, du bist selbstsüchtig. Naja, im Endeffekt war er, glaube ich, auch nur angestellt bei Typhon wahrscheinlich. Und ich gehe mal stark davon aus, dass er auch eine NDA unterschrieben hat, damit das alles vertuscht wird, weil, ja. History repeating. Feigling ist er auch irgendwie.
Vor 11 Jahren hast du eine Gruppe Männer in den Tod geführt. Und dann deine Seele an Typhon verkauft. Du hast dir von ihnen erzählen lassen, dass deine Frau und dein Sohn nicht damit umgehen könnten. Du hast dir von ihnen erzählen lassen, dass Haven wichtiger ist als das Leben dieser Männer. Als es darauf ankam, Rückgrat zu zeigen und dazu zu stehen, hast du Typhon für dich entscheiden lassen. Ich kann spüren, wie du dein Innerstes verschließt. Tu das nicht. Die Wahrheit tut weh. Manchmal sogar so sehr, dass du glaubst, du würdest daran zerbrechen. Doch wenn du die andere Seite erreichst, bist du wieder frei und lebendig und wieder ganz. Dann weißt du endlich, wie stark du wirklich bist. Ich sehe die Wahrheit über dich. Du hast dich selbst. Du hast, was du in der Vergangenheit getan hast. Du hast, was du tun musstest, um es geheim zu halten. Und je mehr du den Hass verleugnest, desto schlimmer wird er. Alex sollte Psychologin oder so werden. Ich weiß, wer du bist. Wäre ein perfekter Job für sie. Ich habe deine dunkelsten Winkel gesehen. Aber ich vergebe dir und ich verachte dich. Ah, schwer. Also immerhin hasst er sich dafür, was er getan hat. Das ist ja schon mal was. Boah, ich weiß es nicht. Eigentlich keins von beidem. Keines dieser Gefühle schlägt so krass zu mir, dass ich es auswählen wollen würde. Boah. Ich meine, er wollte uns umbringen. Auch wenn er sich selber dafür hasst, was er vor 11 Jahren da gemacht hat, wollte er uns trotzdem umbringen, um das Ganze nochmal zu machen. Um es noch weiter zu vertuschen. Deswegen tendieren meine Gefühle da doch eher zum roten Kreis. Weil ich glaube, ihnen dazu zu vergeben, ist, glaube ich, noch zu früh, glaube ich. Das ist schon krass. Und ich verachte dich. Das hat sich ein bisschen hart angefühlt, aber... Boah. Ja, vielleicht irgendwann kann man ihn vielleicht vergeben, aber ganz im Ernst, er hätte ja auch einfach mitmachen können, die Rolle mitspielen können. Vielleicht wäre dann mit ihm auch gar nicht, obwohl doch, wir wären dann mit der Wahrheit rausgekommen, dann wäre er auch aufgeflogen, aber weißt du, man hätte das auf jeden Fall besser lösen können und nicht, indem man mich hier halb umbringt. Das war versuchter Mord, mein Junge. Deswegen... Oh. Auch so nettig, wie ich ihn fand, ne? Und cool. Aber, boah.